Kann ich mein Baby mit Muttermilch überfüttern? Woran erkenne ich, dass mein Baby satt ist? Also mit Muttermilch kann man sein Baby nicht überfüttern. Das ist das Gute daran, an der Muttermilch auch, weil sich die Muttermilch verändert. Stille ich mein Baby häufiger, wird die Milch sozusagen dünner und nährstoffärmer, je nachdem, was das Baby braucht. Und wenn es wächst, wenn es einen Wachstumsschub hat, dann konzentrieren sich die Nährstoffe und dann wird die Milch nahrhafter. Es passt sich also optimal an die Bedürfnisse des Babys an. Und auch wenn viele gestillte Babys am Ende des ersten Lebensjahres ziemlich proper aussehen, das verwächst sich wieder. Also überfüttern kann man es nicht. Ob das Baby satt ist oder nicht, das merken Sie einfach daran, dass das Baby den Kopf wegdreht. Das gilt für Stillen, aber natürlich später auch für andere Mahlzeiten, dass es den Kopf wegdreht, dass es einfach nicht mehr essen will. Und wenn es quengelig ist, will es nicht unbedingt immer essen, sondern manchmal auch nur schmusen oder hat Langeweile oder hat vielleicht auch Durst oder eine volle Windel. Insofern, nicht jedes Quengeln und jede Unzufriedenheit eines Babys ist Hunger, aber jede Mutter und jeder Vater lernt mit der Zeit, die Signale des Babys zu deuten.